Der neue Astra mit Matrix-LED-Licht. Ist genau wie bei deinem. Nein, das gibt's nur in der Oberklasse. Doch, hier, und einen Massagesitz hat er auch. Ich könnte kotzen. Tüte. Ärgert die Oberklasse. Der neue Astra mit unverschämt luxuriösen Highlights. Neue Woche, neue Themen. Nacht der Medizin im hochmodernen Helios-Neubau. Freundschaftscamp besichtigt Zinnkammern in Pöhla und 25 Jahre Deutsche Einheit, Beginn der Wochenserie. Glück auf, Erzgebirge. Wir starten in einer Woche, die geprägt sein wird vom 25. Tag der Deutschen Einheit am kommenden Samstag. Das wird sich auch in unserer Berichterstattung natürlich widerspiegeln und auch in unserer Wochenserie. Dazu aber später mehr. Zunächst schauen wir nach Aue. Dass das dortige Haus F erst vor kurzem seiner Bestimmung übergeben wurde, darüber hatten wir bereits berichtet. Jetzt war das Haus für die Öffentlichkeit geöffnet, zur Nacht der Medizin. Bereits am 25. September hatte das Helios Klinikum Aue zur Nacht der Medizin eingeladen. Im Fokus stand dabei das erst kürzlich eröffnete neue Haus F. Dieser hochmoderne Neubau ist nicht nur für das Klinikum selbst ein wichtiges Projekt gewesen, sondern auch für die Region ein großer Gewinn, heißt es aus dem Krankenhaus. Neben jeweils 40 Betten für die Geriatrie und Onkologie mit Palliativmedizin erhielt die geriatrische Tagesklinik neue Räume und kann nun 15 Patienten betreuen. Medizin auf allerhöchstem Niveau verspricht eine neue Generation Linearbeschleuniger. Damit kann Tumorgewebe gezielt vernichtet werden, wobei gesundes Gewebe bestmöglich geschont wird. Der Strahler hat ebenfalls im Haus F seinen Platz gefunden, in einer Bunkeranlage mit Wandstärken von 2 Metern. Das Angebot, einmal hinter die Kulissen der Abteilung zu schauen, fand reges Interesse. An Übungsobjekten konnten Besucher auch selbst einmal zum Beispiel eine Bronchoskopie ausprobieren, wie bei der Untersuchung des Kehlkopfes. Weil zu diesem Tag auch das sportmedizinische Zentrum im Haus E der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde, hatte die Klinikleitung FCE-Spieler Simon Skarlatidis eingeladen, der bereitwillig Autogramme gab. Allerdings, das Haus E stand weniger auf dem Besuchsplan der Gäste. Grund war der Ausfall der Beleuchtung in diesem Bereich. Der Blick in den Himmel hätte in der Nacht zum 28. September ein seltenes Schauspiel gezeigt, einen sogenannten Blutmond. Der entsteht, wenn es zu einer totalen Mondfinsternis kommt und der Erdtrabant unserem Heimatplaneten besonders nahe ist. Langwelliges Licht wird dabei von der Erde auf den Mond gestreut und färbt den Mond blutrot. Doch belohnt wurde das frühe Aufstehen nicht wirklich. Dichte Wolken verdeckten das Naturschauspiel. Erst gegen Morgen wurde der Blick wieder freigegeben. Dafür aber wurden diejenigen, die trotzdem ausharrten, mit einem wunderschönen Sonnenaufgang belohnt. Das Parkplatzkonzept für die Annaberger Innenstadt ist baulich im Wesentlichen vollendet. Am 1. Oktober werden am Standort des ehemaligen Gesundheitsamtes 44 öffentliche Parkflächen ihrer Bestimmung übergeben. Davon sind 2 Flächen als Behindertenparkplätze ausgewiesen. Zusätzlich entstanden 5 Parkflächen für Motorräder und 9 für Fahrräder. Hinzu kommen 23 Einwohnerparkplätze an der Seminargasse. Am Dienstag beginnen in Annaberg-Buchholz im Zuge des Ausbaus Große Sommerleite an der Kreuzung Große Sommerleite-Turnergasse umfangreiche Bauarbeiten. Konkret erneuern die Stadtwerke Annaberg-Buchholz Gasleitungen und Stromleitungen im Mittelspannungsnetz. Außerdem werden Leerrohre für Betriebstechnik verlegt. Im Anschluss daran werden im Auftrag der Stadt Fahrbahnen und Gehwege von Grund auf erneuert. Im Zusammenhang mit den Baumaßnahmen muss die Kreuzung bis voraussichtlich 7. November für jeglichen Verkehr gesperrt werden. Anwohner im Schwarzenberger Stadtteil Sonnenleite müssen ab dieser Woche mit Stromabschaltungen rechnen. Darüber informierten jetzt die Stadtwerke Schwarzenberg.
Grund ist der Anschluss von insgesamt 4 neuen Trafostationen. In dieser Woche wird der Bereich Wiesengrund und ein Teil von Am Fichtbusch betroffen sein. Mitarbeiter des Energieversorgers informieren alle betroffenen Haushalte rechtzeitig über die genauen Zeitpunkte der Stromabschaltungen. Die Stadtwerke wollen durch den Einsatz moderner Trafostationen und durch die Erneuerung des Stromnetzes die Versorgungssicherheit des Wohngebietes Sonnenleite entscheidend verbessern. Bei Fragen ist der Energieversorger unter 03774 15 200 erreichbar. Etwa 100 Schüler aus dem Erzgebirgskreis und dessen Partnerlandkreisen hatten sich vom 25. bis 28. September zu einem Freundschaftscamp getroffen. Dabei besuchten sie auch das Besucherbergwerk in Pöhla. Mit der Grubenbahn fuhren sie zu den ehemaligen Lagerstätten im Fichtelbergmassiv. Interessiert verfolgten sie, wie in der Vergangenheit hier Erze abgebaut wurden und lernten Abläufe unter Tage kennen. Kulturell umrahmt wurde der Besuch von einer Lasershow. Der EHV Schönheide 09 hat zwar das Auftaktspiel der neuen Oberliga-Südsaison am Freitagabend gegen den EV Landshut mit 0:4 verloren, zeigte aber vor knapp 2000 Zuschauern im Stadion am Gutenbergweg gegen den haushohen Favoriten über 60 Minuten lang eine insgesamt couragierte Leistung. Vor allem im ersten Drittel konnten die defensiv eingestellten Wölfe das Spielgeschehen offen gestalten und hätten mit etwas mehr Glück in der Anfangsphase sogar in Führung gehen können. Im zweiten Drittel erhöhten die Landshuter dann die Schlagzahl und nutzten ihre Chancen sowie die verlorene Konzentration der Wölfe. Trotz des guten Auftritts in Landshut bleibt am Ende ein fader Beigeschmack, denn in einer bis dahin sehr fairen Begegnung kassierte EHV-Stürmer Petre Kukla kurz vor dem Ende für ein Foul mit Verletzungsfolge an Kyle Doyle eine Matchstrafe. Die letzten Minuten musste der EHV 09 also mit einem Mann weniger auskommen, was die Landshuter zum 4:0 Endstand durch Andreas Geipel nutzten. Und noch eine Meldung vom Sport. FCE-Cheftrainer Pavel Dotschev feiert heute seinen 50. Geburtstag. Den kann er zunächst ganz ruhig angehen. Seine Mannschaft rangiert derzeit auf Gesamttabellenplatz 4, nachdem sie am Wochenende gegen Holstein Kiel nicht über ein torloses 0:0 hinauskamen. Insgesamt sahen die Zuschauer ein nur mäßiges Spiel im Lößnitztal. Aber bei YouTube waren Spieler und Mitarbeiter dann wieder richtig aufgedreht und gratulierten. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, lieber Pavel, Happy Birthday to you. In dieser Woche haben wir wieder einen Feiertag. Ein Vierteljahrhundert ist es nun her, dass beide deutsche Staaten wieder vereinigt werden konnten. Allerorts wird aber auch die Forderung laut, die Geschehnisse zwischen dem Herbst 1989 und der Wiedervereinigung noch besser ins Gedächtnis der Menschen zu bringen. Zahlreich gibt es mittlerweile Literatur dazu. Und auch wir wollen in dieser Woche mit einer kleinen Serie an 25 Jahre deutsche Einheit erinnern. Und an ein Buch. Also mein Name ist Gerhard Auer, ich bin Kreisarchivar beim Landkreis Emdingen, Kreishistoriker. Ich komme ganz aus dem Westen Deutschlands, das heißt an der deutsch-französischen Grenze, etwa 15 Kilometer vom Rhein entfernt. Die Idee war,
Menschen im Landkreis zu interviewen, die nach der Wende zu uns kamen, und als Pendant dazu Menschen im Erzgebirge zu interviewen über ihre Geschichte vor und nach der Wende. Ganz unterschiedliche Schicksale, Leute, die relativ schnell aus dem Arbeitsprozess rausflogen und seither auch immer noch wieder von Gelegenheitsjobs gelebt haben. Leute, die wieder Jobs gefunden haben. Also es hat mich einfach immer wieder beschäftigt. Und dann muss ich auch sagen, ich meine, sowas wie eine Wiedervereinigung, ja, auch zu erleben, auch so hautnah mit den Menschen in Kontakt zu sein, ich denke, das ist was ganz Besonderes. Ich habe das also dem Herrn Auer in dem Interview auch so gesagt, dass mich das sehr berührt, weil ich als Jugendlicher 1961 an dem 13. August zufällig mit einer Jugendgruppe unserer Heimatgemeinde Hainichen damals in Berlin war und dort vor dem Brandenburger Tor dann mitgestanden habe, als diese Absperrungen passierten an dem 13. August und diese ganze Stimmung in Berlin miterlebt habe, die mich bis zum heutigen Tag noch tief beeindruckt, weil das also eigentlich eine ganz schlimme Geschichte war. Bis dahin war ja Berlin für uns, auch West-Berlin, frei zugänglich. Wir waren, da wir Bekannte viele hatten, oft dann, wo wir einfach mit der S- oder U-Bahn nach West-Berlin gefahren sind, wieder zurück und dort plötzlich war dann abgeschnitten. Und das Erschütterndste für mich war, dass also die Kampfgruppen, die ja die Absperrung damals leisteten, sehr eng in Postenketten vor dem Brandenburger Tor standen und mit dem Gewehr, mit der MP auf uns, also auf die DDR-Bürger gerichtet und den Rücken zu dem sogenannten Klassenfeind hatten. Und das war für mich ein Bild, wo ich gesagt habe, also wenn hier tatsächlich eine Bedrohung von dem Westen kommt, wie man uns das ja deutlich macht, dann hätte man eigentlich andersrum stehen müssen, ne? Aber das war also für mich eine bedrückende Geschichte und vor allen Dingen auch unter den Linden. Das war fast Kriegsstimmung. Die Panzer mit laufenden Motoren, die Mannschaftswagen, wo die Leute alle drauf saßen, voll aufmunitioniert mit laufenden Motoren. Also das war sehr, sehr bedrückend und eindrücklich. Ich bin sehr froh darüber, dass ich auf sehr erzählungswillige und sehr offene Menschen getroffen bin, ja, die erleben auch von mir ausgebreitet haben. Es gab auch Tränen, ja. Das kenne ich und das gehört auch dazu und das spricht auch für die Qualität einer Erzählung. Also es saß niemand da und hat so cool seinen Lebenslauf runter erzählt, sondern es ging wirklich auch in die Tiefe. Gerhard Auer stellt in seinem Buch 26 Akteure und Personen vor, deren Erfahrungen beispielgebend für eine ganze Generation waren und sind. Die Frauen und Männer aus dem Erzgebirgskreis und dem Landkreis Emmendingen erzählen von ihrem Leben in der DDR, während der Wendezeit und nach der Wiedervereinigung. Ihre gesammelten Biografien, in denen sie von ihren Erfahrungen beiderseits des Eisernen Vorhangs berichten, sind von hohem zeitgeschichtlichen Wert. Das Buch, was bei uns die Friedliche Revolution genannt wird, ist deshalb ein anschauliches Beispiel für gelebte deutsche Geschichte und setzt ein Zeichen für die Erinnerung, wieder das Vergessen und soll dem Leser, vor allem unserer Jugend, auch ein Auftrag sein. Veranstaltungstipps und Termine. Ein Vierteljahrhundert jung wird in diesem Jahr auch die Freundschaft der Stadt Aue mit der Stadt Solingen, aber auch die enge Verbundenheit mit der tschechischen Partnerstadt Kadan
und der bretonischen Stadt Guingamp verdeutlichen, dass die letzten 25 Jahre auch als ein Zusammenwachsen Europas zu sehen sind. Zu diesem Ereignis wird es ein Festkonzert der Erzgebirgischen Philharmonie Aue am Sonntag, dem 4. Oktober um 18 Uhr im Kulturhaus Aue geben. Generalmusikdirektor Naoshi Takahashi dirigiert Stücke unter anderem von Richard Wagner, Ludwig van Beethoven, Georg Friedrich Händel und Marc-Antoine Carpentier. Am kommenden Wochenende fährt die Gartenbahn Frohnau zum letzten Mal in dieser Saison. Vom 3. bis zum 4. Oktober drehen die kleinen Züge noch einmal ihre Runden im Wohnpark Luise Otto Peters. Sofern das Wetter mitspielt, fährt auch die 5-Zoll-Bahn noch einmal zum Saisonabschluss. An beiden Tagen ist von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Danach geht die Gartenbahn in ihre Winterpause, bevor sie am 1. Mai des kommenden Jahres in ihre 25. Saison startet. Für das leibliche Wohl sorgen die Mitarbeiter im Kiosk und im Café Luise. Anlässlich der Museumsnacht des Städtebundes Silberberg am Freitag, dem 2. Oktober, wird sich auch die Erzgebirgssparkasse beteiligen und von 18 bis 24 Uhr die Türen ihrer sparkassenhistorischen Sammlung in der ehemaligen Filiale Schwarzenberg-Sonnenleite, Sachsenfelder Straße 85, öffnen. Es werden Dokumente und Sachzeugen aus 175 Jahren Sparkassengeschichte im Erzgebirge gezeigt. Dazu gehören Gründungsurkunden, die noch von den sächsischen Königen Friedrich August und Johann persönlich unterzeichnet wurden, alte Kontobücher, Hauptbücher, Journale, Sparbücher sowie Rechen- und Schreibmaschinen aus den letzten 100 Jahren. Zu den Exponaten gehört auch ein Sparautomat aus den 30er Jahren und ein elektromechanischer Fernschreiber aus den 60er Jahren. Ja, und das bei ERZ-TV Kompakt für heute. Weitere Nachrichten wie immer unter kabeljournal.de. Wenn Sie mögen, sehen wir uns morgen wieder, neu ab 20 Uhr. Bis dahin, Glück auf! Gute Aussichten. Das Wetter wird Ihnen präsentiert vom Autohaus Zimpel und Franke in Schwarzenberg. Ab sofort auch mit der kompletten Suzuki-Pkw-Palette.